Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Ja, ich habe gerade erstmal gehört, dass wir, glaube ich, einen Sieg gegen Kaiserslautern. Keine Ahnung, das ist, glaube ich, ganz lange her. Wo sind die Statistiken? 2007. Na ja, gut, das geht ja noch. Das ist ja noch okay. Danke. Na, natürlich, was entscheidend ist, es war ein richtig guter Auftritt. Das, was ich schon die letzten Wochen gesagt habe, dass wir da auf dem Weg sind. Wir haben uns hier immer entwickelt. Es sind immer Mannschaften hier, junge, hungrige Spieler zu entwickeln, die nach vorne gehen. Und das haben wir heute, glaube ich, gezeigt von Anfang an. Wir haben wenig Chancen zugelassen. Haben zwei, drei Möglichkeiten gehabt nach Standards. Wenn ich an Dominik Peitz Kopfball denke, wo man auch in Führung gehen kann. Haben da schon ein, zwei Angriffe, glaube ich, die man hätte besser ausspielen können. Mit dem Konter, mit dem Elfmeter, klar spielt das in unsere Karten. Trotzdem, ja, die Lichter gehen aus. Dann gehen wir da an. Ja, und direkt nach der zweiten Halbzeit haben wir direkt weitergemacht. Das war, glaube ich, ganz entschlossen, eine ganz richtig runde Mannschaftsleistung. Grischa Prömmel heute überragend, glaube ich, gekrönt, auch mit dem Tor eine richtig, richtig geile Leistung abgeliefert. Ja, und dann müssen wir eigentlich, glaube ich, noch können wir noch ein, zwei Tore mehr machen, wenn wir den einen oder Pass besser durchstecken, kann man, glaube ich, das Ding eher zumachen. Trotz alledem, glaube ich, war das heute zum jetzigen Zeitpunkt dieser Saison die rundeste Leistung, die beste Leistung, die wir bisher abgeliefert haben, sowohl im Verteidigen. Wir haben letzte Woche schon wenig zugelassen, diese Woche noch weniger, haben aber auch Möglichkeiten nach vorne. Das Spiel nach vorne wird immer besser, entwickelt sich und deswegen glaube ich auch ein hochverdienter Sieg heute. Wie Sie sich vorstellen können, sind wir natürlich sehr enttäuscht über die Art und Weise, wie wir hier gespielt heute haben. Alles, was wir uns während der Woche vorgenommen haben für das Spiel und auch in der Einstellung auf das heutige Derby, haben wir leider nicht auf den Platz gebracht. Da müssen wir mal selbstkritisch heute sein. Wir haben in der ersten Halbzeit, glaube ich, kein gutes Spiel gesehen von beiden Mannschaften, haben mit dem Ball wenig anfangen können. KSC hat natürlich auf die Chancen gelauert, den Ball nach vorne zu stecken auf Hoffa. Und ja, ich glaube, wenn du mit 0-0 in die Halbzeit gehst, sortieren sich beide Mannschaften und sagen, okay, wie können wir es zweite Halbzeit besser machen. Ist leider nicht passiert, haben einen Elfmeter bekommen, der natürlich für KSC Gold wert war, denn richtig Chancen aus dem Spiel hatten sie nicht, wir auch nicht, außer am Anfang die Situation, wo der Ball um den Pfosten rumtrudelt. Und dann gehst du mit 0-1 in die Halbzeit, versuchst dich zu sortieren, hast einen Plan für die zweite Halbzeit, dass wir das dann umsetzen, was wir wollten, dass wir druckvoll über die Flügel kommen, dass wir versuchen, hier Druck aufzubauen, nicht durch das Zentrum, wo der KSC halt einfach sehr groß und kompakt ist, sondern über die Außenbahnen. Und das ist uns nicht gelungen. Und dann bekommst du das zweite Tor und dann wird es natürlich hier brutal schwierig gegen eine Mannschaft, die tief steht, die kompakt steht, auf den Ballverlust lauert und dann halt einfach die Bälle tief in die Gasse von uns spielt. Und deswegen ist es heute für uns eine Enttäuschung. Wir haben nicht gut gespielt, aber, und das habe ich der Mannschaft auch gesagt, wir haben keine Zeit, jetzt hier groß am Boden liegen zu bleiben. Wir müssen gucken, dass wir ganz, ganz schnell uns sammeln und aufrichten, denn wir haben das nächste Spiel im Pokal am Dienstag in Bochum, was auch eine Riesenaufgabe wieder wird. Und da müssen wir ganz anders auftreten, um in Bochum bestehen zu können. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.